Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Feed Zombies. Ja, in der letzten Folge haben wir ein Crop-System aufgebaut, um die erste Pflanzenzucht sozusagen zu beginnen. Und ich habe mal gerade während der Pause mal, wo ich die ganzen Dateien gespeichert habe, eben kurz nachgeschaut. Der Crop-Matron braucht genau ein EU pro Use. Ja, ist ein bisschen too much, was wir hier aufgebaut haben. Aber okay, der sollte auf jeden Fall jetzt nicht mehr auslaufen. Da brauchen wir uns auf jeden Fall schon mal keine Sorgen mehr machen. Jetzt überlege ich gerade, reicht mir das? Können wir einfach hier hinten, ja, da können wir mit Glas einfach so lang gehen. So, hier lasse ich natürlich noch ein bisschen Platz. Von vorne kommt dann der Eingang. Den sollten wir dann hier lassen. Ne, ja, sehr schön. Man sieht auch schon die ersten, also das Zuckerrohr und so, das wächst schon brav. Das ist schon mal sehr, sehr schön und auch sehr, sehr gut. So, und dann gehen wir mal hier mit, wie hoch wollen wir denn? 3? Reichen mit 3? Gehen wir mal 4 hoch, weil wir müssen ja noch die Decke reinrechnen. So, dann machen wir das Ganze hier mal eben kurz schnell einmal rumgezogen. Huch, da haben wir schon gerade kein Glas mehr. Aber keine Angst, wir haben uns ja schon was im Vorhinein gemacht. So, da haben wir auf jeden Fall und da haben wir noch ein bisschen. Das sollte dann doch für das kleine, aber feine Gartenzuchthäuschen hier reichen. So, zack. Und dann müssen wir uns gleich noch eine Tür bauen. Natürlich wieder eine schöne befestigte Tür, die wir da hinten auch schon mal gebaut haben. Huch, einen zu viel. Macht nichts. So. Sieht natürlich ein bisschen komisch aus. Das muss ich gerade zugeben. Durch dieses durchgängige Glas. Aber eventuell hat der eine oder andere ja noch eine Idee, was wir für Akzente hier setzen können. Das ist jetzt die zweitletzte Aufnahme, die ich hier am selben Tag mache. Also im Prinzip ja, habe ich ja alles hier an einem Stück aufgenommen, wie ich es euch ja schon in einem Video mal gesagt habe. Deswegen konnte ich jetzt auch nicht auf die letzten Vorschläge darauf eingehen, die ihr so gehabt habt. So, jetzt haben wir mal hier ganz kurz das Ding gewrenched. Ja, dazu kann man das Glas auch wieder kriegen, ohne es kaputt zu machen. Mache ich eigentlich viel zu selten. Ich zerstöre es einfach, weil wir einfach so viel Unmengen an Sand und so auch haben. So, mal eben ganz kurz geguckt, wie ging diese befestigte Tür? War das nicht so? Oder musste man da Spezielles... ich meine, dass man wirklich dieses Holz brauchte, aber ich glaube, das war auch nur mit den Redwood, mit dem Redwood-Holz. Konnte man so eine Hidden Tree machen? Oder man konnte auch... Na, so war es auch nicht, definitiv. War es denn eventuell so? Na? Hm, irgendwie konnte man doch noch andere Doors machen. So, ich meine, dass mir irgendwie hier, diese hier zum Beispiel, Redwood Door. Giant, da konnte man es mal aus Redwood Holz machen. Ah, hier gibt es zum Beispiel eine Tür aus Dschungelholz. Junglewood Door. Bridgewood Door. Okay, aber das bringt jetzt uns nicht so wirklich viel, oder? Sind die deswegen extra stabiler oder so? Hm. Keine Ahnung. Machen wir uns einfach mal so eine Dschungelholztür. Wood. Machen wir es dann hier? Jungle Wood. Crafte mal ein bisschen. Brauchst eh immer mal wieder ein bisschen Holz. So. Und dann bauen wir mal hier so eine Dschungelholztür. Die werden wir dann da einsetzen. Mal gucken, ob vielleicht schon das erste, die erste Sache hier gewachsen ist. Ah, hier dürften sich dann bald endlich Setzlinge dran heften. Oh, wir könnten hier dann auch eventuell ein paar Trapdoors, ein paar Pressure Plates hinsetzen, ein paar unsichtbare, dass wir da auch hier raus und rein können. Da hat sich auf jeden Fall etwas festgesetzt. Das ist kein Unkraut, denn Unkraut wird hier ja einfach weggemacht. Und mal spannendes abzuwarten, was hier denn sozusagen dann für eine Pflanze rauskommt. Also wie gesagt, jetzt haben sich hier sozusagen Setzlinge dran gesetzt. Man sieht auch die Crops, die Verbindung ist sozusagen hier kaputt gegangen. Und hier wächst sozusagen jetzt eine neue Pflanze. Man hat eine bestimmte Chance, dass dieselbe Pflanze von hier kommt.
oder dieselbe Pflanze von hier kommt. Oder dass man eine, ja, eine Kreuzung aus den beiden oder was ganz Randommäßiges halt bekommt. Bin mir nicht ganz so sicher, wie es funktioniert. Aber so in etwa kann man sich das vorstellen. So, was wir jetzt natürlich noch brauchen, sind, wie gesagt, Pressure Plates. Da haben wir ja unsere guten Invisible Pressure Plates. Davon brauchen wir zwei Stück. Mal gucken, 1 und 2. Wunderbar. Das ist echt immer vom Vorteil. Man braucht die einfach nicht mehr selber craften, sondern zack, hat die ganz einfach hier. Man läuft einfach drüber und gut ist. Sehr schön, sehr schön. Da hat sich jetzt auch was zusammengesetzt. Da sitzt, wächst jetzt Zuckerrohr. Das sieht man auch relativ gut. Hier. Ist natürlich die Frage, ob es normales Zuckerrohr ist oder ob es Zuckerrohr mit Sticky Risen ist. Das werden wir dann mal abwarten müssen. Es gibt noch so ein, also da kommen nachher solche Seedbags raus. Es gibt noch so einen Entschlüsseler. Den müssen wir uns auch definitiv noch bauen. Muss ich mir auf jeden Fall nochmal angucken, wie das geht. Gut, aber was machen wir heute? Ich habe mir gedacht, wir gehen heute mal einfach wieder ein bisschen auf Erkundungstour. Wir waren ja nicht so wirklich bis jetzt auf Erkundungstour. Wir haben noch ein paar Sachen auch offen, die wir wirklich noch nicht geschafft haben. Aber ich habe ja am Anfang der Woche auch gesagt, es wird relativ knapp alles zu schaffen. Wir werden aber erst vorher nochmal ganz kurz bei unseren Bienen vorbeischauen, bevor wir das machen. Denn das ist auf jeden Fall nie verkehrt, die immer mal hier wieder weiter zu verarbeiten. So, mal ganz kurz unseren Bierleiser rausgeholt und gucken, welche Bienen wir dann hier ganz gerne hätten. Normal, normal, fast, fast. Die sind doch schön. Normal, normal, fast, fast, slowest, slow. Und ja, ist die Frage, ob wir jetzt immer noch probieren wollen, dass wir dieses slowest kriegen. Das werden wir scheinbar nicht hinkriegen, deswegen werde ich jetzt die zusammen züchten. Scheinbar klappt das eh nicht mehr, deswegen lassen wir das einfach mal so offen. So, den Bierleiser behalte ich mal. Und hier, was haben wir hier denn? Hier haben wir jetzt ja alles Mögliche bekommen. Common, Cultivated. Ich könnte mal einfach mal durchprobieren, was wir hier überhaupt haben. Wir haben hier eine Common Noble, okay. Eine Cultivated Noble. Eine Majestic Noble. Eine Common Cultivated. Und dafür haben wir schon keinen Honig mehr. Mal gucken. Gucken wir mal, ob wir noch eventuell etwa ein bisschen Honeydrow haben wir hier noch. Sehr schön. Dann können wir die letzte Biene hier auch noch entschlüsseln. Die ist sogar Noble, Noble, Fast, Fast. Ja, auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. So, meine Sache wäre ja, wir haben hier eine Common Noble. Wenn wir die mit einer Cultivated Noble oder mit einer Common Cultivated... Nee, ich glaube, wir machen die mit einer Cultivated Noble. Da dürfte doch vielleicht was Lustiges bei rumkommen. Rest wird hier reingeworfen. Falls wir dann irgendwann nochmal was brauchen. Wir haben hier jetzt eine ganze, ganze Menge. Dann können wir nach Spezies sortieren. Dann kann man hier immer mal gucken, was man hier so noch gerade hat an spannendem Zeug. Gut, aber es geht noch etwas auf Erkundungstour. Ach ja, hier immer noch so ein bisschen unser Feld. Das wird ihr dementsprechend auch bald abgerissen. Ich dachte mir mal, wir könnten mal Richtung Süden laufen. Ich meine mal ganz kurz. Ja, unsere Portal Gun haben wir dabei. Das ist schon mal sehr gut. Oh, wunderbar. Das könnten wir hier auch mal eben kurz kaputt machen. Missing Texture. Ja, das ist diese Anzeige hier. Diese hier, die ihr oben in der Mitte habt. Das hat so mit ein paar Sachen echt Probleme. Ich muss ganz kurz die Map... Und die machen wir noch ein bisschen größer. So, dann sehen wir auch was von der Map. Und mal gucken, was wir jetzt für Dörfer vielleicht finden. Im Süden waren wir ja noch nicht. Also dementsprechend habe ich da vielleicht noch die Hoffnung, einen Bienenfreund für uns zu gewinnen. Da haben wir auf jeden Fall wieder Berge. Ihr wisst ja, was wir in Bergen immer sehr, sehr häufig finden. Dort finde ich auf jeden Fall gerade was. Einen spannenden Baum. Ah, es ist doch kein spannender Baum, es ist einfach nur ein großer Baum. So, hier haben wir auf jeden Fall ein bisschen Gebirge und hier haben wir auch eine Schlucht irgendwo gerade gehabt. Da gucke ich auch nochmal ganz kurz rein, vielleicht finden wir gerade ein bisschen Quarz oder so. Das ist ja nie so verkehrt. Zum Beispiel hier, da ist Quarz, seht ihr? Deswegen können wir da immer mal gerne reingucken, wenn wir gerade hier schon mal so sind.
Nehmen wir doch gleich das Quarz auch einfach mit. Ich könnte auch mal einfach auf Area Mode schalten. So, und dann gucken wir einfach mal weiter. Jedes Mal, wenn wir jetzt hier irgendwie so einen Krater oder so sehen, gucken wir da einfach mal gleich mit rein. Ich denke mal, das ist nicht ganz so verkehrt. So, wartet, wartet, wartet. Da scheint wieder ein Baum zu sein, aber ist auch wieder ein ganz normaler Baum bloß. Okay, da kommt auf jeden Fall ein Dschungel. Oh, a Jungle. A Jungle, mal sehen. Welcome to the Jungle. Mal schauen, was wir hier so finden. Da hinten ist auf jeden Fall etwas Cobblestone zu sehen, wollte ich sagen. Etwas Stone zu sehen. Mal gucken, ob wir da eventuell irgendwas hoch entdecken. Nicht so auf Anhieb. Nichts, was wir gebrauchen können. Okay, schade. Hätte ja sein können. Man guckt ja immer gerne mal nach. So, da geht's wieder Richtung Eis. Obwohl wir Richtung Süden fliegen, wird es immer kälter. Und wir haben hier mindestens... da ist ein riesen Redwood. So einen, den wir auch haben. Hui, sehr schön, sehr hübsch. Ein riesen Redwood-Baum. Cool, cool. Auch nicht schlecht. Aber ich will erstmal ein Dorf wieder haben. Deswegen fliege ich jetzt hier auch mal ein bisschen über das Grünland hier. Oh, wartet mal ganz kurz. Das da sieht doch fast aus wie so ein Dungeon. Oder auch nicht. Ich glaube, ich habe mich geirrt. Ich dachte, das hier, dieser Hügel, sah so ein bisschen aus wie so ein Dungeon-Hügel. Schade. Hätte ja sein können, dass wir da einen Stormcraft-Dungeon gehabt hätten. Da oben könnte es wieder so ein Baum sein. Das ist auch so ein Baum. Oh, aber da kommen gleich drei garstige Zombies auf uns zu, die uns dann des Lebens trachten. Aber es macht nichts. Wir haben ein dickes Nano-Saber und Gehirn können wir immer gebrauchen. Wir haben auch Spider-Eye, wenn die uns dann mal was hier geben wollen. Na, wunderbar. Erfahrung können wir auch mitnehmen. Kein Ding, kein Ding. So, meine Lieben, wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Mal gucken. So, erstmal hier wieder die Karte anmachen. Dann fliegen wir einfach hier mal ein bisschen über den Sumpf. Da sind eigentlich kaum Gebäude. Ah, das ist natürlich sehr schade. Jetzt kommt natürlich... Oh, apropos Sumpf. Jo, das ist sehr gut, dass wir hier im Sumpf sind gerade, merke ich. Denn da können wir ein paar Lilypads mitnehmen. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Die wollte ich ja eigentlich schon... ich weiß gar nicht, in welcher Folge das war... mitnehmen. Müsste eigentlich in einer der letzten beiden gewesen sein. Entweder war es die letzte oder die vorletzte. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Heute schon so viel aufgenommen. Da ist schon alles unbekannt, in welcher Folge was passiert ist. Für euch waren das Tage, für mich waren es einfach nur Stunden. Oh, und ein paar kleine Tintenfische nochmal ärgern. So, das soll aber für den Lilypads auch hier gereicht haben. So, dann fliegen wir einfach hier mal ein bisschen über das Wasser, über das Meer. Da gibt es gerade nichts so Spannendes zu sehen, deswegen einfach mal geradeaus weiter. Ich hoffe, wir haben jetzt hier nicht so einen Super-Ozean erreicht, wo wir erstmal wieder eine halbe Stunde gegen das Ozean hier anfliegen und dann doch keine Insel mehr finden oder das Festland. Deswegen lasst mich mal so ein bisschen abdrehen und ein bisschen schräg fliegen. Das nervt ja an Minecraft. Ist ja schön, dass sie da dieses Ozean-Biom hinzugefügt haben, aber... Ganz ehrlich, manchmal sind das echt, echt unnormale Größen und Verhältnisse. Obwohl ich nicht mal auf Large Biome spiele, also ich glaube, ich habe Normal oder so gewählt, also ganz standardmäßig. Kommen hier trotzdem ziemlich große... Oh, und da oben ist ein schöner, schöner Wisp Spawner. So, gleich mal hier mein Werkzeugtool hoch herausgenommen. Autsch, autsch, autsch. So, und zwar 1, 2 und Force Wrench in die Hand. Und zack, ein Wisp Spawner. So, willst du wohl? Autsch, und in Ruhe lassen. Wisp Spawner müssen wir natürlich noch mitnehmen. Und da ist noch ein Zombie. So, wunderbar. Da ist aber nichts Spannendes drin. Autsch, autsch, wo ist denn da der Zombie, wollte ich gerade sagen. Dann nehmen wir noch die Kiste ganz einfach mit und hauen hier einfach glatt wieder ab. Schade, wieder kein Spoilback, wollte ich schon sagen, kein Frame für unsere Bienen. Da suche ich jetzt echt noch so wirklich extrem nach. Ich glaube, ich muss mich mal wieder ein bisschen bei unserer schönen Monsterfalle hinstellen. Und hier ist sehr, sehr gut. Hier können wir mal richtig Quarz farmen. Das ist prima. Sowas liebe ich, solche Schluchten.
Da kann man wirklich mal, wenn man irgendwas braucht, einfach mal durchgehen. Und Eisen brauchen wir theoretisch auch, habe ich gemerkt. Dementsprechend werde ich auch mal hier gleich ein bisschen Eisen mitfarmen. Wenn wir schon mal hier so ein bisschen auf Erkundungstour sind und kein Dorf finden, dann halt wenigstens Material, was wir gebrauchen können. Na, von mir aus nehme ich auch noch ein bisschen Kupfer mit. Ist auch so ein Material, was wir nicht gerade in rauen Mengen besitzen. So, und man sieht es, mit so einem Tool ist man dann doch recht fix unterwegs. Ne, man meint sich hier einfach seinen Gang durch. Und schon hat man das, was man braucht. So, was suchte ich noch? Ich suchte Quarz. Haben wir gerade hier noch irgendwo was, was wir mitnehmen können? Oder haben wir schon alles aufgesammelt? Hier scheint nichts mehr zu sein. Hier scheint noch ein bisschen Kupfer zu sein. Oh, hier ist noch ein bisschen Quarz. Sehr schön. Oder geht's noch weiter runter? Das wollen wir aber gar nicht. Aua, aua, aua. Böses Skelett. Sehr böses Skelett. Das wollte uns doch glatt hier wieder vom Boden wegschießen. So. Zack, Kupfer. Dann nehmen wir hier das Kupfer noch eben kurz mit und den Zombie. Na, mein werter Herr. So, und hier haben wir noch ein bisschen Quarz und noch ein bisschen Eisen und noch mehr Quarz und noch mehr Kupfer und da ist noch mehr Kupfer. Ach, was reiches Vorkommen hier. Sehr reiche Vorkommen. Perfekt. Da haben wir doch eine kleine Ausbeute wenigstens gemacht, wenn auch nicht viel. Aber immerhin, hier hinten scheint es nichts mehr großartig zu geben. Wieder ein bisschen Kupfer. Aber das war's dann auch. Da haben wir die Schlucht doch schön ausgemeint. Das kann man natürlich mit jeder Schlucht hier schön treiben. Aber leider kein Dorf. Kein einziges Dörflein in weiter Sicht, in weiter Flur. Auf jeden Fall ein weiterer Spawner, wie ich gerade sehe. Diesmal keinen großartigen Area Mode. Das brauchen wir jetzt hier gerade. Wow, eigentlich nicht. Und ich habe es trotzdem gemacht. Hä? Warum habe ich jetzt wieder den Area Mode eingestellt? Oh, egal. Haben wir hier mal ein bisschen was von den Totems mit eingesammelt. Was soll's? Da haben wir auf jeden Fall ein Buch und ein Spoilbag. Oh, das ist natürlich interessant. Können wir reingucken. Aber leider auch hier nicht das Richtige drin. Ah, naja, schade, schade. Und dann werde ich mal ganz kurz hier ein paar Sachen ablegen. Ich weiß, ich könnte sie natürlich auch nach Hause schicken, aber zack, so geht's natürlich auch ganz fix und schnell. So, dann würde ich sagen, gehen wir noch einmal hier ein bisschen durch die Wüste. Und da treffen wir auf ein Dorf. Na, endlich. Endlich mal ein Dorf. Nach langer, langer Zeit. Jetzt ist nur die Frage, wir haben einen Beekeeper. Yes! So sieht's doch gut aus. So, das heißt also, ich werde erst auf jeden Fall erstmal die Bienen hier killen. Und ich werde uns. Oh nein, nein. Oh. Gut, dass wir noch nicht im Haus standen. Ah, war natürlich klar, dass da wieder ein Creeper von hinten kommt, ne? Man hat gerade mal was hier gefunden. Aber kein Ding. Wo haben wir? Goldenes Lasso. Ah, wir haben unser goldenes Lasso dabei. Biene Maja, wir kommen. Was war denn? Das ist unser Beekeeper, ne? Ja, das ist unser Beekeeper. Den hätte ich ganz gerne. Und was bist du für einer? Du bist ein Villager, der gegen das. Ach, du bist hier der. Oh, dich müssen wir auch mitnehmen. Dich müssen wir auch ganz unbedingt mitnehmen. Das ist der für. Ihr wisst schon wenig, was ich meine. Einen Augenblick. Ich brauche mal schnell meine Portal Gun. Wichtige Leute sind hier. Wichtige Leute. So, rotes Portal. Ja, wir kommen gleich wieder. Warte auf uns. Warte auf uns. Goldenes Lasso. Da müssen wir dann ganz kurz mit nach oben. Uiuiuiui. Wir haben gleich alles gefunden, was wir brauchen. Sehr, sehr schön. Den Pollenmeister haben wir auch gefunden. So, Biene Maja, wo setzen wir dich denn jetzt schnell hin? Oh, ich brauche unbedingt schnell ein bisschen. Macht jetzt nichts. Ich werde jetzt einmal hier so ein bisschen hinbauen. Ich weiß, es sieht jetzt gerade nicht so schön aus, aber einfach um die Leute hier mal ganz kurz unterzubringen, muss das eben kurz sein. Naja, sieht eigentlich doch sehr interessant aus, aber so sollten wir es denn doch nicht lassen. So, dann holen wir uns an den anderen Typen hier auch noch. Das hier ist nämlich der für die ganze Baumzucht. Also wenn wir noch Bäume züchten wollen, haben wir dafür jetzt auch schon mal die richtige Person. Sehr cool. Jetzt haben wir schon wieder zwei Leute mit, wo wir Namen mit vergeben können. Und jetzt können wir noch ein bisschen das Dorf uns noch anschauen. Ich schaue einfach mal rein, was wir noch hier so haben. Für spannende Sachen.
Wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge Feldereien, die ich jetzt nicht unbedingt plündern möchte. Was haben wir hier noch? Hier könnten wir noch ein paar Bücher uns klauen. Ja, was soll's. Sind ja gerade eh umsonst. Mal ganz kurz unseren schöne Kettensäge. Und eine ganze Menge Bücher. Sehr schön. Was haben wir hier noch drin? Ach, hier hätten wir uns, können wir unseren Pisten klauen, ne? Wo haben wir dich denn? Da ist der Pisten. Zack, warum nicht? Da sitzt auch nichts Interessantes drin. Und die Tische haben wir schon alle. So, hier haben wir ja schon alles geklaut, was wir klauen konnten. Hier haben wir noch ein paar Bücher. So, dann nehmen wir natürlich auch mit, wenn wir gerade schon mal hier sind. Wäre natürlich lustig, wenn einer von denen jetzt Büchern haben möchte. Hätte ich mal fragen können. Du möchtest Bücher? Ah, süß, du, das ist doch toll. Bücher, Bücherhammer. Bücher können wir dir ganz viele geben. Haben wir gerade frisch aus deinem Dorf geklaut. Einen Augenblick, ich muss mal ganz kurz hier etwas ablegen. Huch, haben wir auch gleich drei Emeralds. Und was möchtest du als nächstes? Na, für 10 Emeralds uns einen Kompass verkaufen. Na, so blöd sind wir auch noch, ne? Ansonsten ist leider hier nichts im Dorf drin. Aber wir haben das gefunden, was wir wollten, nämlich einen Beekeeper. Sehr nice, sehr schön. Wo habe ich denn jetzt mein... Ach, das Ding habe ich ja im Haus gezündet. Meine Portal Gun. Das heißt also, wir gehen mal ganz kurz zurück. Und ja, unsere schönen Dorfbewohner da oben feiern schon Party. Wir haben eine ganze Menge neues Stuff hinzubekommen. Huch, einen Augenblick, bevor ich das hier mache. Ja, die haben ganz viel neues Zeug hinzubekommen. Ich muss erstmal alles hier wieder aussortieren, umsortieren. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich erst einmal ciao.